Ich war in den 90er Jahren hier in den USA, damals von New York aus. Da hatten wir noch kein Büro in Washington. Und dann sind wir immer nach Washington gereist, wenn es was Wichtiges war. Das war unter Bill Clinton. Da habe ich auch die beiden Wahlen von ihm gecovert. Und dann die zweite Amtszeit von Obama und jetzt die erste Amtszeit von Donald Trump. Der große Unterschied war, dass man gewissermaßen der Zugang immer schlechter wurde über all die Jahre. Also unter Bill Clinton, da war es so, da gab es morgens zwischen 9 ungefähr, wenn der Arbeitstag begann, ein sogenanntes Gaggle, das ist ein informelles Briefing. Da ging man in das Büro des damaligen Regierungssprechers, ich entsinne mich Mike McCurry, und dort stand dann eine Traube von Journalisten um seinen Schreibtisch herum und ging den Tag durch. Das gab es dann unter Obama schon nicht mehr. Da ging man nicht mehr in einer Traube in das Büro des Regierungssprechers. Aber es gab zumindest jeden Tag um 14 Uhr oder gegen 14 Uhr ein Briefing mit allen Fragen und so weiter. Und unter Donald Trump gab es dann lange Zeit noch nicht einmal mehr einen Brief. Nun zumindest, wenn ich es vergleiche, zum Beispiel mit der letzten Obama-Amtszeit, was ja nun, also wie soll ich sagen, 9-11 war vorher, es hat sich nichts Fundamentales im Land unterschieden. Da war es so, dass man zum Beispiel unter Obama war es so, dass wir Auslandskorrespondenten, wir sind in dieser Gruppe innerhalb so einer Subgruppe dieser White House Correspondents Association, wir sind ungefähr 18 aus allen Herrgottsländern, allen Erdteilen. Und unter Obama hatten wir zweimal im Jahr zum Beispiel ein Hintergrundgespräch mit Ben Rhodes. Das war ein enger Mitarbeiter von Obama. Er war der Architekt der Kuba-Politik von Obama. Er war Stellvertreter im NSC, dem National Security Council. Und dort ging man so Natur d'Horizon im Prinzip alles durch, was im Moment auf dem Tablett war in der Außenpolitik im Wesentlichen des Präsidenten. Und da war man natürlich, hat man auch nicht keine Staatsgeheimnisse von sich gegeben, da hat man nichts erzählt, da hat Ben Rhodes nichts erzählt, was er nicht erzählen wollte. Aber das ist in keinem Hintergrundgespräch so, das ist ja auch in Berlin nicht anders. Aber es war doch ein Unterschied, wenn man jemanden gegenübersetzt und wenn man sieht, wie er auf eine Frage antwortet, wie denn dieser Kommentar über Angela Merkel zum Beispiel zu verstehen war. Dann kann man das ja nicht nur verbal äußern, was dann jemand zitieren kann, man kann das ja auch nonverbal klar machen, durch einen Gesichtsausdruck zum Beispiel. Also insofern gesehen war dieser Zugang weitaus interessanter, oder man hatte regelmäßig auch Gespräche mit dem Regierungssprecher, wo man einfach nochmal wie in der Gruppe, wie Auslandskorrespondenten bei ihm im Büro saßen und Sachen durchgingen, um zum besseren Verständnis dessen, was der Präsident oder was die Administration da eigentlich vorhat. Unter Donald Trump gibt es keine Gespräche. Es gab ein Gespräch mit Sarah Sanders, das war aber äußerst kühl und kurz. Und ansonsten kann ich mich an keins erinnern. Nichtzugang auf der einen Seite, oder es ist nicht so, dass die uns gegenüber unhöflich sind, uns Ausländer, sie sind eher gleichgültig uns gegenüber. Und das andere ist eine ganz simple Geschichte, das ist dieses Kommen und Gehen im Weißen Haus unter Donald Trump. John Bolton hat ja in seinem Buch geschrieben, es ihm hätte das Weiße Haus an ein Studentenwohnheim, einen Dorm erinnert. Und tatsächlich ist es so, also im NSC zum Beispiel, dort hat man alle 4, 5, 6 Monate einen neuen Ansprechpartner. Am Ende weiß man überhaupt gar nicht mehr, wer da ist, wer jetzt zum Beispiel für Europa zuständig ist. Und diese ständige Fluktuation gepaart mit einer sowieso sehr presseskeptischen Grundhaltung, das zum Beispiel ist nicht gerade sehr, sehr hilfreich. Einen überrascht hat, das war dieser düstere und dieser ablehnende Tonfall, der bei den Briefings herrschte, vor allem unter Sarah Sanders.
Das zum Beispiel, das gab es vorher nicht. Ich meine, keinem Regierungssprecher sind dort alle Korrespondenten, vor allem natürlich der nationalen Medien, auf die es ankommt, sympathisch oder keiner freut sich über kritische Fragen. Wenn das so wäre, wenn die sich gegenseitig in die Arme fallen würden, dann hätte irgendjemand seinen Job nicht gut gemacht. Aber es gab doch zumindest unter Obama, würde ich sagen, einen Grundrespekt, eine Grundrespekt dessen, was für eine Funktion der hat in einer offenen demokratischen Gesellschaft. Und unter Donald Trump hat man das Gefühl, dass es diesen Grundrespekt nicht gibt, sondern dass für Trump und seine Adlaten, die dort stehen als Regierungssprecher und die ja nur einen Kunden haben, und das ist Donald Trump, der im Oval Office sieht und sich das auf dem Fernsehschirm anschaut, oder in seinem Privatbüro, dass also für die Pressefreiheit und Presse nur dann wichtig ist, wenn es hilft, den Präsidenten zu verkaufen und wenn es Donald Trump persönlich hilft. Und ansonsten ist die Presse halt der Feind des Volkes. Die Pressefreiheit dann, wenn es ihm nützt. Wir wissen ja aus den zahlreichen Biografien, dass er als noch zu New Yorker Zeiten als Baulöwe und Playboy, dass er mit verstellter Stimme die New York Post angerufen hat, dort die Klatschspalten und hat dann Neues über Donald Trump berichtet als vermeintlich dritte Person, um in der Zeitung zu stehen. Und das größte Traum war, in der New York Times zu stehen. Und dann liebt er die Presse, aber wenn die Presse halt kritisch mit ihm umgeht, dann ist es furchtbar. Für ihn. Für ihn ist alles ein Transaktionsverhältnis. Es ist immer die Frage, was bekomme ich daraus, ob sei es die Außenpolitik oder sei es der Umgang mit der Presse. Krasseste war wahrscheinlich, finde ich, der Vorfall mit Jim Acosta, dem White House Correspondent von CNN, als die Trump-Leute versucht haben, ihm seinen Hardpass, seine Akkreditierung zu verweigern, zu entziehen und damit den Zugang zum Weißen Haus zunichte zu machen und damit seine Arbeitsgrundlage zu zerstören. So etwas hat es vorher meines Erkenntnisstand nicht gegeben. Ich meine, das war Alarmstufe Rot, dann auch für alle Korrespondenten. Und ich meine, man hat sofort juristische Mittel eingelegt und das Weiße Haus hat auch sehr schnell gemerkt, auf was für einen Pfad sie sich da begeben haben und haben dann Acosta den Pass, seine Akkreditierung zurückgegeben. Aber der Versuch allein, dieser Einschüchterungsversuch, das war schon unerhört. Da war es bereits 2016 so, dass wir bei Donald Trump gar nicht reingekommen sind, sondern dass wir in New York unten auf der Straße standen vor dem Hotel. Das lag zum einen daran, dass die Trump-Leute selber nicht damit rechneten, dass sie gewinnen würden und einen nicht so großen Saal im Hilton, glaube ich, war es in Washington, in New York gemietet hatten. Und zum anderen aber auch die Auslandspresse, für die völlig uninteressant war. Und dieses Jahr wird es natürlich noch einmal anders, aber das ist pandemiebedingt, dass man nicht reinkommt. Jedenfalls bei beiden werden wir auch draußen stehen und werden irgendwie eine Hotelfassade im Hintergrund haben. Und bei Trump, der hier in Washington auftritt und sein Hotel gehen wird, wissen wir noch nicht genau, wie der Zugang sein wird. Aber ich rechne nicht damit, dass wir da großartigen Zugang haben. Der White House Pool mit Sicherheit, wer an dem Abend dran ist. Was andere angeht, und befreundete Medien von Donald Trump, also wenn Fox nicht dran ist mit dem Pool, dann sind sie trotzdem drin, oder One American Network, der ist ja noch rechtsradikaler oder Breitbart oder wie auch immer, die werden sicherlich dabei sein. Wir glaube ich nicht, aber das ist dieses Jahr dann noch zusätzlich pandemiebedingt.